Ja Leute, willkommen heute zu diesem Unboxing-Video. Heute haben wir den Apple MacBook Pro 13 mit dem M1-Chip aus dem Baujahr 2020 in Silber. Mit dem Ganzen ist hier einmal ein Retainer-Display verbaut, das 13,3 Zoll hat und eine Auflösung von 25.060 auf 1600 bei Speeded. Es werden natürlich verschiedene Auflösungen skaliert, bis zu 500 Nits sind möglich. Und in dem Ganzen ist der neue Apple M1 Chip, so damals 2020 der neue Apple M1 Chip und die erste Vorstellung dieses Chips gewesen. Wir haben in ihm die 8-Core CPU mit 4 Performance und 4 Effizienzkernen und 8 GPU-Kernen sowie 16 Core-Neutral-Energies. Der MacBook an sich, muss man echt sagen, hat ja unglaubliche Akkuleistungen. Also ist ein 60 Watt Kabel von Apple selber dabei. Also ist ein 58 Watt Akku haben. Aber ich muss ehrlich sagen, der MacBook hat bei mir Ewigkeiten gehalten. 17 Stunden, wo Surfen angegeben sind, habe ich immer mehr geschafft. Immer deutlich mehr. Das Ding, glaube ich, gefühlt einmal im Monat aufgeladen. Ja, in dieser Version hat es das 256 GB SSD-Karten sowie optionale 16 GB RAM. So sieht das Ganze dann einmal aus. Klar ist noch ein bisschen eingepackt normalerweise. Hier ist das Kabel eigentlich auch normalerweise eingepackt und hier das 60 Watt Ladekabel. Das ist ein Thunderbolt-Kabel, mit dem quasi das Ganze aufgeladen wird. Hier ist natürlich die schöne Apple Betriebsanleitungen wie immer. So, kommen wir hier einmal zur Seite. Hier haben wir schon zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse, die bis zu 40 Gigabits pro Sekunde möglich machen. Und ja, die man natürlich auch USB-C und QKG einstecken kann. Des Weiteren werden dann pro Thunderbolt 4 USBs weiter unterstützt, die ihr dann aufladen könnt oder halt eine Dockingstation einbauen könnt. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich noch einen klassischen Klinkenstecker. Und ja, hier unten finden wir die Lüfter, die das MacBook Pro tatsächlich hat. Man hört die Lüfter halt wirklich auch ganz, ganz selten. Sehr unwahrscheinlich, dass man die hört. Und wenn, selbst wenn, dann ist das Ding so leise, dass man das Ganze nicht bemerkt. So sieht das Ganze dann einmal aus. Echt ein super geiles Design, muss ich echt sagen. So, was wir. Ja, das passiert natürlich auch, wenn ihr den MacBook direkt öffnet. Das, was mich immer gestört hat, das ist, wenn man, sobald man das MacBook aufklappt, es sofort hochgefahren hat. Allerdings ist das so. Wir haben. Schön, ganz Zimmer raus. Ihr seht hier mit die Touchbar, was viele Leute kritisiert haben oder nicht so richtig mit der Touchbar klarkamen. Wir haben eine beleuchtete Tastatur, typisch Apple-mäßig, ein riesiges Mauspad, das echt hier, ihr seht, riesig im Vergleich zu anderen Mauspads ist. An Bord ist das WLAN 6 sowie Bluetooth 5.0. Wir haben eine FaceTime-Kamera, die 720p ermöglicht. Ob so gut ist, haben wir dahingestellt. Die sind die Frontkameras eh nicht immer so quasi die besten.
Ganze ist hier oben hier integriert. Ja, und dann ist das eigentlich auch schon das Ganze. Natürlich, das Betriebssystem ist macOS auf diesem Laptop. Optional konnte man sich noch größere Speicherkarten kaufen, wie zum Beispiel 512 GB, 1 TB oder 2 TB SD-Karte. Apple wirbt damit, dass 100% recyceltes Zink für die Lötmittel verwendet wurden und auch 35 oder mehr recycelte Kunststoffe bei den Komponenten vorhanden sind. Auch Apple will ja wieder ökologisch werden. Deswegen müsst ihr euer Akkukabel in Zukunft bei iPhones separat kaufen. Ja. Ja, Leute, das war's dann eigentlich auch schon wieder hier mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Danke und ciao.